Hi Leute, das ist Sanu hier. Einige Content Creator konnten Star Wars Outlaws in einer erweiterten Fassung spielen. Beziehungsweise es war ja anspielbar die letzten Male auch auf dem Summer Game Fest unter anderem. Und so einige Creator, die konnten danach noch so zwei Stündchen intensiver spielen und hatten ein bisschen mehr Freiheit und konnten halt einfach mal ein bisschen mehr testen. Deswegen dahingehend gibt es neue News und die möchte ich mit euch durchgehen und euch erzählen, was da gesehen wurde und auf was wir uns eventuell freuen können. So, jede Siedlung hat ganz viele verschiedene Dinge anzubieten, wie verschiedene Basen von den verschiedenen Fraktionen, Minigames, Minispiele inklusive Sabak. Heißt, da waren noch mehr Spiele am Start, bin ich echt mal gespannt. Und natürlich Shops, wo man Outfits kaufen kann und Schiff-Upgrades etc. Unsere Hauptprotagonistin Kay Vess hat drei upgradebare Equipment-Slots und ein Amulett. Jedes kommt mit einem ganz speziellen Perk, da bin ich mal sehr gespannt. Ungefähr vergleichbar mit Far Cry 6 soll das Ganze sein. Habe ich persönlich nicht gespielt, aber ich habe mir natürlich ein paar mehr Plätze gewünscht zum Upgraden, aber vier inklusive dem Amulett, das scheint okay erstmal. Es gibt ganz viele verschiedene Outfit-Sets, die man sammeln kann. Und wenn man diese dann anzieht und quasi das volle Set hat, dann bekommt man auch einen entsprechenden Set-Bonus. Die Brustrüstung hat zum Beispiel Perks drauf wie erhöhte Munitionsaufnahme für die Spezialwaffe. Auf dem Holster wurde sowas gesehen wie reduzierter Cooldown auf den Stun-Schuss, auf das Stun-Upgrade, was man auf den Blaster drauf machen kann. Das ist wie so ein kleiner Instant-Nuke am Gegner. Und die Schuhe haben dann sowas wie erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen. Ne? Also, dass man quasi schneller sich deutlich leiser durch die Gegend bewegen kann und ein bisschen das ganze Stealth spielen kann. So, natürlich gibt es auch verschiedene Shops für die verschiedenen Fraktionen und man kann da exklusive Items bekommen, je nachdem wie hoch der eigene Rang bei den entsprechenden Fraktionen steht. Das hat man ja schon ein paar Mal angesprochen, man hat ein gewisses Standing mit den Syndikaten, eine gewisse Reputation und die geht hoch und runter, je nachdem welche Entscheidungen man trifft und manche Entscheidungen sind natürlich für das eine Syndikat gut, für die eine Fraktion aber wiederum schlecht für die andere und somit wird man ja da wohl sich nicht mit allen gut stellen können. Sogenannte Hit-Squads kommen nach unserem Charakter und sind uns auf der Fährte ähnlich Bounty Hunter-mäßig, wenn man mit einem Syndikat ganz besonders schlecht dasteht. Und das kommt zusätzlich zu dem Wanted-System, was das Imperium zu bieten hat. Das nimmt ja stellenweise GTA ähnliche Züge an. Sehr, sehr cool. Es gibt ganz verschiedene Spielweisen, die man machen kann, während man Stealth spielt, wenn man da Bock drauf hat, ne, man muss es nicht, aber wer Stealth mag, der kann Nix zum Beispiel dafür benutzen, um Gegner abzulenken. Man kann Gegner ins eigene Cover rüberziehen oder mit dem Elektroschock die Gegner ja, schön außer Gefecht setzen, besonders bei starken Gegnern sehr sinnvoll. Und Nix ist dabei ganz besonders wertvoll, weil es halt einfach die Fähigkeit hat, dass er die Umgebung scannen kann, Gegner ablenken und Schlüssel-Items von den Gegnern klauen kann, unbemerkt, was natürlich sehr, sehr viele Vorteile hat. Das Schießen ist ungefähr ähnlich wie bei den Star Wars Battlefront-Spielen oder The Division 2, wer es kennt, und hat eine Schnell-Nachlademechanik und ein ähnliches Dead-Eye-System, wie es Red Dead Redemption hat. Kay Vess ist dabei ziemlich schnell K.O., wenn man ein paar schwere Treffer bekommt. So muss man deutlich vorsichtiger spielen, finde ich auch ganz cool. Und muss wirklich aufs Cover achten und schauen, dass man die Deckung wirklich öfter nutzt. Die Exploration im Space mit dem eigenen Schiff, die soll ziemlich viel Spaß machen, soll ziemlich cool sein, weil man selbst entscheiden kann, anderen Raumschiffen, die in Not sind, denen zu helfen, um Credits zu verdienen oder eigenen Fraktions- oder gegnerischen Fraktionsschiffen helfen oder nicht helfen oder sogar angreifen und oder die zum Beispiel benutzen, wenn einem TIE Fighter auf der Spur sind. So, da freue ich mich auch tatsächlich wirklich drauf. Sabak, das Minigame in Star Wars Outlaws, ist eine wirklich lustige Nebenaktivität. Man muss sich auch damit ein bisschen auseinandersetzen, um von den Fähigkeiten von Lando Calrissian zu profitieren.
Und zusätzlich, man kann auch da nichts benutzen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. So, das Ganze hat auf jeden Fall Unmengen an Potenzial und als Star Wars Fan und als Messe Fan, die Open World Games und Third Person Shooter können, freue ich mich da wirklich drauf. Man muss halt immer beachten, das ist ein Ubisoft Game, da kann immer noch alles passieren. Aber im Moment sieht alles recht solide aus und ich freue mich auf den 30. August. Haut mir mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht, was ihr über die Neuerungen denkt, über die neuen Details, die ihr erfahren habt. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Bye.